Säulen, Schatten, Navi-Lager. Gucken, Die hier haben besten wir. Tanzkämpfer sind geschmeidig. Seltsam. Ich bin heute am Rückzug des Lachens vorbeigeritten. Doch alle waren weg, als hätte der Wind sie fortgeweht. Weißt du, was ihnen passiert ist? Leider nicht. Ist es die Schuld der Himmelsmenschen? Es gab Kampfspuren, aber kein Metall. Es war etwas anderes. Hoffentlich geht es ihnen gut. Wenn du dahin gehst, sei vorsichtig. Da könnte etwas lauern. Okay, ein Schatten und eine Gefahr. Er dehnt sich nicht und wundert sich über seine Schmerzen. Rückzug des Lachens. Keine RDA, aber niemand ist da. Ja. Wer oder was hat sie attackiert? Tiefe Kratzer. Aber was noch? Vielleicht hat ein Sturmgleiter das Lager attackiert, nicht die RDA. Ich frage mich, ob... Jemand ist entkommen. Aber sein Reittier ist verendet. Der Angreifer war nicht hungrig. Was will er dann? Ein Sturmgleiter stieß herab. Griff alle an. Sie versuchten zu fliehen. Mhm. War er auf der Jagd? Ich muss Spuren suchen. So, hinterher. Krallenspuren. Ich frage mich, ob... Die Spuren am Boden sind nicht von diesem Sturmgleiter, sondern einem anderen. Sehr territorial. Mal hier, da liegt auch noch was. Aber was noch? Ein Klingenkopf ist zu stark am Boden. Hat seinen Angreifer verletzt. Also hat er ihn hochgezogen und herabfallen lassen. Zu territorial. Selbst für einen Sturmgleiter. Zerstört, was immer ihm begegnet. Muss aufgehalten werden. Klar, ich mache hier einen Sturmgleiter platt jetzt. Ja, ja! Hier lebt unser rabiater Sturmgleiter. Ja. Ist denn das Nest? Ja. Platten. Was machen die denn hier? Die Mutter wurde ausgeschaltet. Ihre Eier zerstört. Was auch immer es war, es hat die Mutter verjagt. Oder Schlimmeres. Aber Metallplatten? Warum? Keine Spur von der RDA. Kein Absturz. Könnte der Sturmgleiter sie hergeschleppt haben? Ich sollte Priya fragen. Hey, Priya!
Du kennst dich doch mit Sturmgleitern aus, oder? Ich bin's. Priya ist in einem Feldlabor. Woher das Interesse an Sturmgleitern? Bin gerade einem Weibchen beim Rückzug des Lachens entkommen. Die war brutal. Ich habe ihr Nest gefunden. Sie war nicht gerade erfreut. Sie sind territoriale Tiere. Ganze Familien sind aus Lagern beim Rückzug des Lachens weggezogen. Vielleicht haben Priya oder Alexander ja etwas gehört. Komm ins HQ, dann können wir der Sache gemeinsam nachgehen. Hoffentlich weiß ich bis dahin etwas Neues. Okay. Der schwarze Wind, okay. Schwarze Wind. Komm. Priya und ich haben die Daten der Seswa mit jedem RDA-Bericht abgeglichen, in dem Sturmgleiter vorkam. Du bist nicht der Erste, der dem schwarzen Wind entkommen ist. Priya denkt, dass Verschmutzung sie in den Kinglor-Wald trieb. Dort wurde ihr Partner von der RDA getötet. Sie rammte einen Skorpion, um ihn zu retten, und wurde vom Rumpf getroffen. Das hast du gefunden. Sie muss so sehr leiden. Ein verständlicher Schmerz. Aber sie verursacht Chaos in der Höhenprärie. Tötet andere Sturmgleiter. Die RDA hat sie vertrieben. Jetzt weiß sie nicht mehr, wo sie hin soll. Sie braucht ihren Frieden. Ich hoffe, das hilft. Was auch immer uns erwartet. Oh, schwerer schwarzer Wind, Junge. Was Neues. Schwerer schwarzer Wind. Lass dich nicht zerstückeln. Einen schweren schwarzen Wind weiter. Der schwarze Wind, Bogen war da. Dauert nicht mehr lang. Tut mir leid, Schwester des Windes. Dein Leiden hat ein Ende. Deine Seele ist bei Ewa. Danke für die Gaben. Ritnella, sie ist tot. Bist du okay? Ich weiß nicht. Ich hatte keine Zeit, nachzudenken. Sie hat nicht gezögert. Das hat geholfen. Aber jetzt... Ja. Probleme lösen, die sie selbst verursacht haben. Ihr Plan ist, schießen, vergiften, abhacken. Und sie fragen sich nie, warum das nötig wurde. Sie dürfen Pandora nicht zerstören wie ihre eigene Heimat. Ich schick dir was. Vielleicht kannst du ihre Reise und ihren Kampf so würdigen.
Ersatzteile, Clan-Units, okay. Toll. Wir werden ihn nie vergessen, die Ersatzteile. Okay. Aber den Entwurf haben wir immer noch. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.